Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Einige von euch werden sicher die Firma Thermaltake kennen. Diese sind gerade durch ihre Gehäuse wie das P5 oder P7 nach einer etwas ruhigeren Phase wieder extrem gehypt worden, da Thermaltake meist gute Qualität zu einem attraktiven Preis vereint. Deshalb schauen wir uns heute eine Maus aus dem Hause TT eSports an, das Gaming-Brand von Thermaltake. Das gute Stück, um das es heute geht, hört auf den Namen Iris RGB und ist eine optische Gaming-Maus. Im Lieferumfang befindet sich neben der Maus lediglich eine Gebrauchsanweisung und eine Garantiekarte. Kaum liegt die Maus auf dem Tisch, fällt mit dem ersten Blick auf das Gehäuse neben der ergonomischen Form die Beschichtung auf. Diese ist nämlich nicht wie üblich glatt oder gummibeschichtet, sondern matt glänzend und fühlt sich trotzdem rau an. Unter dem Mausrad befindet sich die DPI-Taste, die zu jeder guten Gaming-Maus dazugehört. An der linken Seite finden wir die üblichen zwei Daumentasten. Diese wurden in einem glänzenden Schwarz gehalten, was sich in der Daumenablage widerspiegelt. Beim Grip wurde hier zu einem Wabenmuster gegriffen, welches die Oberfläche des Mausrücken hat. Die Waben sollen durch ihre Struktur eure Finger bzw. Daumen an der Maus halten, was meiner Meinung nach effektiver als die üblichen Gumminoppen ist, da diese nicht nach kurzer Zeit schon abgenutzt sind. Leider konnte ich nicht herausfinden, aus welchem Haus die Schalter der Iris stammen. Auf der Website von TT eSports konnte man allerdings herausfinden, dass bei allen anderen Modellen auf Omron-Schalter gesetzt wurde. Als Sensor kommt hier der optische Sensor PMW3325 von PixArt zum Einsatz. Dieser hat eine Auflösung von 100 bis 5000 dpi, welche ihr in 100er Schritten im TT eSports Command Center Pro einstellen könnt. Neben der dpi findet ihr allerdings noch die Möglichkeit, eure Profile anzulegen, die Tastenreaktionszeit anzupassen, eure Polling Rate auf bis zu 2000 Hz zu verstellen, wo ich allerdings gegenüber der üblichen 1000 Hz keinen Unterschied feststellen konnte, und Angle Snapping ein- bzw. auszuschalten. Außerdem könnt ihr eure Tasten im Makromanager noch mit Befehlen versehen und in der Sparte Lightning natürlich eure RGB-Beleuchtung einstellen. Diese sieht bei der Iris RGB nämlich ultra geil aus und befindet sich fast rundherum um die Maus am unteren Teil des Gehäuses. Wie bei mittlerweile jedem Hersteller finden wir auch hier voreingestellte Beleuchtungseffekte, wie zum Beispiel die Welle, das Pulsieren, die reaktive Beleuchtung und vieles mehr. Was allerdings selten ist, Thermaltake macht ihrem Namen alle Ehre. Als Beleuchtungsmodus könnt ihr außerdem noch Systemtemperatur auswählen. Je nach CPU-Temperatur verändert sich also die Farbe eurer Beleuchtung, was ich persönlich mega nice finde. Wie üblich könnt ihr außerdem auch wieder die Geschwindigkeit und Helligkeit eurer Beleuchtung nach euren Bedürfnissen anpassen. Nun aber mal zu meinem Fazit. Ich habe die Maus nun gut einen Monat getestet und das sowohl im Office-Aktivitäten als auch zum Zocken, und ich bin mehr als begeistert. Mit ca. 25 Euro auf Amazon und dieser Qualität ist die Iris RGB eine Kampfansage an alle großen Hersteller, die ihre Midrange-Mäuse mit denselben Specs für ca. 50-60 Euro anbieten. Die Form ist klasse, die Maus fühlt sich im Spiel flüssig an und hängt nicht hinterher. Von mir gibt es an dieser Stelle eine klare Kaufempfehlung. Wer sich allerdings noch nicht schlüssig ist, ob dies seine nächste Gaming-Maus wird, der kann ja mal bei meinem YouTube-Kollegen Daniel von der Kreativecke vorbeischauen. Dieser hat vor kurzem eine Gaming-Maus-Kaufberatung auf seinem Kanal gemacht, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Den Link zu Daniels Video sowie zu der TT eSports RGB sowie einigen Alternativen packe ich euch natürlich in die Infobox. Außerdem solltet ihr bei meinem letzten Video vorbeischauen. Dort könnt ihr ein 280 Euro Gaming-Headset gewinnen. Auch den Link packe ich euch unten rein. Nun bin ich aber auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Gebt dem Video gern einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!